Spiel war wirklich richtig schwer. Ich würde sagen, aus meiner Sicht tut mir leid. Ich habe zwei bis drei Gegentore geschuldet, weil ich verstolperte danach nicht mehr drauf. Den einen zu spät da, hier wegspitzelt quasi. Das ist natürlich alles schlecht, aber für den Einstieg ist das quasi normal. Ich will jetzt nicht, dass ihr dadurch Panik oder so habt, wenn die Fehler, die passieren gerade im ersten Spiel. Ist ja klar, ne? Wird morgen nicht anders. Morgen haben wir auch ein Spiel, einen sehr schweren Gegner mit Union. Das erste Spiel, was wir dann, wo wir dann wiederkommen, das wird genauso schwer. Ja, immer der Einstieg ist schwer, aber jetzt sind wir halt da. Okay, wir sind gut nachher zurückgekommen. Die Tore, alle. Guckt euch die Nummer an, alles eigene Fehler. Alles. Ja? Aber daran konntet ihr direkt sehen, wie die spielen. Die lassen den Keeper spielen, der spielt immer in die Mitte, die klatschen dann außen. Das ist alles. Und dagegen müssen wir halt gut ankommen jetzt. Das haben wir am Ende halt gut gemacht. Am Ende haben wir das nicht mehr gekonnt. Ne? Und deswegen, wir sind jetzt zwar gut drin, für den Einstieg ein Punkt ist auch vollkommen okay. Ne? Sieg wäre natürlich deutlich besser gewesen, aber nach dem Verlauf war, glaube ich, aber auch nicht mehr drin. Weil die hatten ja auch noch die letzte Chance, die hatten die erste Chance mit dem Pfosten, darf man alles nicht vergessen. Okay, war ein guter Gegner, der hat gut dagegen gehalten, war spritzig, körperlich waren die sehr stark. Ja, aber soweit von meiner Seite alles in Ordnung. Wie gesagt, für meine Verstolperer nehme ich absolut die Schuld auf meinen Kampf. Ich möchte noch eins sagen, also wir haben jetzt quasi erstes Spiel, die Wechsel sind ein bisschen zu lang gewesen, war meine Schuld, nämlich auch alles auf meine Kappe, aber das war völlig in Ordnung, das Spiel. Wir haben nur das, was wir vorher gesagt haben, nicht gemacht. Die Spieler sind uns teilweise hin und rücken weggelaufen, teilweise sind wir aber auch zu passiv. Wenn die sich hin und her spielen, auch vorne, auch hinten, da dürft ihr nicht so weit weg sein. Ihr müsst mehr Präsenz zeigen. Ihr müsst die anlaufen wieder zurück. Anlaufen wieder zurück. Deswegen sagen wir ja quasi kurze Spielzeiten, was wir jetzt nicht hatten, aber kurze Spielzeiten im Sinne von, wir wollen den Druck machen und danach schnell runterkommen. Okay? Das müssen wir hinkriegen. Und die Tore, die ihr rausgespielt habt, das war quasi immer, wenn wir in unserem Futsal gespielt haben. Ist wirklich so. Wenn ihr darauf geachtet habt, wenn wir schnell gespielt haben und der Ball schnell lief, wussten wir nicht. Wenn wir rotiert haben, wussten die auch nicht, was wir mit uns machen wollen. Also, was wollen wir nächstes Spiel machen? Mehr davon. Mehr von den guten Sachen. Andere Sache noch, ihr habt ja jetzt bestimmt gemerkt, das ist viel voller anstrengend mit dem Ball. An der Bande ist anstrengend. Ihr müsst darauf ready sein, dass der Ball nicht so tickt, wie wir wollen. Der bleibt nicht so, wie ihr wollt. Das ist ein kleines Problem, was nicht so schlimm ist. Ihr müsst euch halt besser freilaufen, damit ihr die Zeit dafür habt. Und dann, wenn ihr euch freilauft, also David hat den Ball, ja? Wenn wir dann einmal rotieren, sind wir vorm Tor schon alleine. Das fällt euch auf, wenn ihr gleich das nochmal macht. David, bitte dann über die Bande spielen. Also er hat jetzt zwei, drei Mal durch die Mitte versucht, haben wir abgefangen, ist nicht so schlimm. Nächstes Spiel spielen wir über die Bande, dann müsst ihr aber auch gucken, wie der Ball kommt, wie der Ball abspringt und dann an der richtigen Stelle stehen. Die müssen also gucken, beobachten. Die müssen ein bisschen Mathematik haben. Der Ball kommt so rein, dann kommt er so raus und dann muss man den Ball haben. Und dann vorm Tor immer abschließen. Habt ihr gesehen? Der hat großen Tor, aber selbst der, was soll er denn alles halten? Geht ja gar nicht. Das Tor ist viel zu groß. Man kann nicht alles halten bei dem Ding. Ja? Immer viel schießen und nachgehen, weil der kommt zurück. Wenn ihr flach schießt, kommt er wieder zurück. Thank you.
Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass die andere Körpersprache, ganz anderes Auftreten, energisch, voll dabei, kaum was liegen lassen an Chancen, an guten Chancen, kaum jemanden weglaufen lassen, immer am Mann gewesen. Also das ein-, zweimal durchgehen, das ist ja klar, wollen wir uns nicht wundern. Aber wir waren da, ein ganz anderes Auftreten war das. Ganz anders. Ich will jetzt gar nicht sagen, das war spielerisch besser, war es teilweise gar nicht. Gestern hatten wir auch gute Kombinationen, genauso wie heute. Waren sehr schöne Kombinationen wieder heute dabei. Aber das Auftreten, ganz anders, das muss doch jedem auffallen. Jedem. Und das war geil. Das war richtig geil, das hat auch Spaß gemacht. So macht das auch Spaß. Und das macht auch wahrscheinlich den dreien, die nur zugeschaut haben, trotzdem Spaß. So müssen wir es beibehalten. Wir haben jetzt noch ein Spiel in der Gruppe und wir sind jetzt quasi schon weiter, ist ja klar. Ne? Wir haben jetzt schon 7 Punkte, wir sind so weiter. Wir wollen den zweiten. Wir wollen den dritten Platz auf jeden Fall. Genau, aber wir wollen den Sieg jetzt haben. Weil das wird uns das Viertelfinale etwas, ich will ihn nicht unterschätzen, aber schon erleichtern. Der dritte Platz ist gut. Und auch für die Moral, dieses Gefühl zu siegen, ist viel geiler. Ja, als wir wollen kein Spiel verlieren. Weil wenn wir das Spiel jetzt gewinnen und wir wollen ins Finale und wir wollen das Turnier gewinnen, dann werden wir heute kein Spiel verlieren. Dann geben wir keinen Punkt ab, ist ja klar. Die K.O.-Runde, unbesiegt bleiben, aber jetzt in der Gruppe auch. Die können jetzt noch weiterkommen. Die haben 4 Punkte. Die können noch weiterkommen. Die werden Gas geben. Ja? Die Chancen, wenn ihr gleich vorm Tor seid, dann gehe ich schon direkt auf das nächste Spiel zu. Bitte clever ausspielen.
Wir schaffen es leider nicht, das aber meckern auf hohem Niveau, ohne Gegentor durchzukommen. Ich sage nur ganz kurz, Sudberg hat in der Gruppe das erste Gegentor gegen uns geschossen. Gestern. Ne? Und heute auch. Immer zu eins, immer zu eins. Es ist immer, wie gesagt, wenn es 6-1 mir ist, ist scheißegal. Aber irgendwann ist es ein 1-0, weil wir es nicht schaffen, Tore zu machen. Versteht ihr das? Deswegen nicht leichtsinnig werden, auf gar keinen Fall. Aber das macht jetzt Spaß. Jeder hat Bock, oder? Jeder hat mehr Bock als gestern. Jeder tritt hier ganz anders auf. Da ist Energie drin, ihr habt gut geschlafen, das sieht man.
das 33. Südhöhen-Turnier ist jetzt gerade vorbei. Du hast nach deiner Verletzung im letzten Jahr dieses Jahr den Anschluss für den WSV im ersten Gruppenspiel gemacht, wurdest danach wieder ausgewechselt und hast dann eigentlich das Turnier von der Seite verfolgt. Ja, Gruppe startete nicht so wie gewünscht, würde ich sagen. Dann habt ihr euch gefangen, dann ging es ins Viertelfinale und ja, erzähl doch mal, wie hast du das Turnier empfunden und ja, wie war es hier auf den Südhöhen? Ja, erstmal wieder überragende Stimmung in der Halle. Das macht das Turnier auch einfach aus. Auf diesem engen Raum, so viele Leute. Hat wieder richtig Spaß gemacht, auch wenn jetzt das Viertelfinale leider nicht so positiv für uns gelaufen ist. Ich möchte mich auch nochmal beim Gastgeber, beim SV Suttbech bedanken, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, mein Comeback zu feiern. Ich habe jetzt zweimal mit der Mannschaft trainiert. Das Turnier kam noch ein bisschen zu früh für mich, aber für mich hat sich so ein bisschen Kreis geschlossen nach der Verletzung im letzten Jahr. Und das war einfach eine mega coole Aktion, die Suttbech mir und uns da ja, ermöglicht hat. Vorrunde hast du ja schon gesagt, holprig gestartet, 4-4 gegen Vohwinkel, dann unglücklich in einem hitzigen Spiel gegen Kronenberg verloren. Dann aber dreimal in Folge gewonnen. So waren wir eigentlich positiver Dinge für das Viertelfinale gegen Suttbech, den Gastgeber. Aber wir haben eben schon in der Kabine besprochen, das ist ein Spiel, genau so scheidet man aus dem Turnier aus. Der Torwart hält alles, man schießt ihn an. Dann eigentlich in einer Aktion, wo du den Ausgleich schießen kannst mit einem Freistoß, bei denen direkt vorm Tor durch eine Tätigkeit die rote Karte bekommen, 0-2 und dann ist das Spiel schon fast durch. Also unglücklich gelaufen, aber wir haben auch dieses Mal gesagt, für uns zählte weniger der maximale Erfolg hier in dem Turnier, als dass wir uns als Mannschaft wieder positiv verkaufen und uns gut nach außen präsentieren. Und ich denke, mit Ausnahme des Spiels gegen Kronenberg ist uns das in den anderen Spielen gelungen und so kann man eigentlich dann auch mit einem positiven Fazit hier rausgehen. Ja. Ja, wie geht's jetzt mit dir weiter? Wann denkst du, wann kannst du ein Spiel wirklich mal wieder ganz bestreiten? Also wann sehen wir dich quasi auf dem Boden, auf dem Hallenboden hier wieder? Ja, wenn es nach mir geht, natürlich nächste Woche, aber jetzt mal Schritt für Schritt. Ich denke mal ein paar Trainingseinheiten mit der Mannschaft, sodass ich dann auch so im Abschlussspiel wieder dabei sein kann. Das muss sein, bevor es dann irgendwie in den Wettkampf geht. Und ja, wenn es in der Rückrunde noch was wird, das wäre super. Die Saison ist jetzt nicht mehr nach unten, haben wir keine Sorgen. Nach oben können wir schauen, was noch geht. Und für mich ist da überhaupt kein Druck, jetzt irgendwie zu sagen, ich muss jetzt bis zum Spiel XY zurückkommen. Wenn das passt, wenn Arlen dann auch sagt, dass das Training stimmt, dann freue ich mich über den Platz im Kader für das Wochenende. Und ja, wenn das erste Spiel kommt, dann freue ich mich umso mehr. Aber ich bin da ganz, ganz entspannt, sage ich mal. Ja, im Endeffekt waren natürlich unsere Chancenauswertung nicht gut. Wir hatten genug Chancen, um das Spiel auch im Viertelfinale zu gewinnen oder für uns zu entscheiden. Aber ja, auf der einen Seite gingen einfache Tore rein, auch ein Eigentor sogar. Das 2-0 der Suttberger war ja ein Eigentor von uns. Und auf der anderen Seite schien das Tor verriegelt zu sein. Ja, sicherlich. Wir sind echt gestern sehr schlecht ins Turnier gestartet, muss ich sagen. Ich war auch gestern überhaupt nicht zufrieden mit dem Tag, auch vom Auftreten her nicht. Heute aber ganz anders, mit einem 4-1 und mit einem 6-1 die Gruppe abgeschlossen. Das war schon richtig gut und wir hatten alle ein super Gefühl. Also das war echt, vor dem Viertelfinale hatten wir ein gutes Gefühl, dass wir hier noch ein bisschen länger im Turnier bleiben können, aber leider ja, ist das Spiel vom Verlauf her vielleicht noch gut gewesen bis zu der roten Karte. Und danach die rote Karte, die hat uns das Genick gebrochen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Weil wir waren am Drücker und dann konnten wir halt nichts mehr ausrichten. Jetzt habe ich Johannes eben gefragt, wie es mit ihm weitergeht nach seiner Verletzung. Jetzt frage ich dich mal, wie geht es generell mit der Abteilung Futsal weiter? Was sind die nächsten Termine, die anstehen? Und habt ihr was auf dem Herzen, was er vielleicht der WSV-Familie mal sagen wollte? Ja, es geht natürlich weiter in der Meisterschaft für alle drei Teams, ist klar. Für uns in der Regionalliga geht es am 13. Januar schon wieder weiter. Ja, und der WSV-Familie sagen wir natürlich, dass wir gerne unterstützt werden, dass man gerne vorbeikommen kann, dass wir versuchen, immer guten Futsal zu spielen, zu zeigen, dass das auch wirklich dann Entertainment ist, wo die Zuschauer dann Spaß dran haben, ne? Und da wird meistens gut gepowert und schnelles Spiel gezeigt. Und das würden wir uns natürlich wünschen, noch mehr Zuschauern zeigen zu dürfen und zu können. Ansonsten sind alle drei Teams in der Meisterschaft gut im Rennen.
Wir erhoffen uns natürlich sehr viel von den Youngsters, weil da sind zwei, drei Talente dabei, die wir nächstes Jahr in die erste Mannschaft hochziehen wollen und dann nächstes Jahr natürlich noch ein bisschen höhere Ziele uns setzen werden. Das klingt ja sehr gut und ja, dann würde ich auch allen empfehlen, mal beim Futsal vorbeizugucken, macht wirklich Spaß zuzugucken und ja, dann euch einen guten Rutsch. Dankeschön. Danke dir allen für alles, war ein schönes Turnier und ja, bis zum nächsten Mal. Danke auch hier für die Begleitung und guten Rutsch auch. Wunderbar.